So, da wird gut rumgeroffelt. Das Overlay hat, glaube ich, noch ein bisschen buggy. So, Pott startet der CT. Rauchen schadet ihnen und ihre. Nee, wie war das? Rauchen schadet ihnen und ihre Gesundheit. Und der Umgebung. Oder. Scheiße, ich krieg den Spruch gerade nicht drauf. Rauchen schadet ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung. So, da wird direkt Mitte getackert. Lano hatte da anscheinend nicht so einen ganz schön guten Spawn. Keine Ahnung. Boah. Sowas fuckt richtig ab. So, Phaser passt auf. Nils stirbt am B. Chris allerdings schon da. Hatte der nicht eben eine HE? Hallo? Schlechte Pose von ihm, einfach da reinzufahren, anstatt irgendwie abzuzielen. Hätte da locker am Heaten irgendwie einen haben können. Und dann auf seine Mates warten und zu dritt, 3 gegen 3 den Retake kann man irgendwie noch holen. Ein bisschen verdattelt die Runde. Nicht ganz so gut gemacht. So, Phaser hat jetzt auch schon ein paar Hits. 3 Leute, keine Chance. Und die T-Pistol geht an Ayuri. Naja, deine Gesundheit ist aber im Nachteil. Also, falls es noch Gesundheit ist. So, kein Eagle-Echo. Dafür ein kleines Special am Häs. Netter Doppeltower. Oh, der könnte aufgehen. So, mit der Tower angesagt. Jetzt wird B wahrscheinlich gespottet. Das ist sein, dann vielleicht Mitte hoch. Oh, sie kommen doch nach Mitte. Krass. Sehr schön. Jetzt kriegt seinen zweiten. Da gibt's nochmal einen Headshot an 10. Sehr schöne Eco bisher. Schöner Doppeltower da am Hass und Action. Gefällt. Kriegen sie doch mal eine Waffe hier. Schade. 10 und mit 13 AP. Aber schöne Eco. Übrigens die noch kurze Info. Eine eigene Sache, nachher um 19 Uhr, voraussichtlich 19 Uhr, spielt Alternate, Team Alternate gegen Odessa, irgend so ein ukrainisches Team, im Asus Cup. Schöner One-Shot. Da könnte es aber, habe ich schon, steht auch ein Match drin, könnte es sein, dass erst 21 Uhr gespielt wird. Da muss ich dann nochmal kurz den Brand fragen, ob der mir ein Update geben kann diesbezüglich. Story. Ich finde irgendwie nicht so taktisch bewandert, so das Gefühl. Laufen wir trotzdem immer in die Eco rein. Scheint da sehr wirr zu spielen, irgendwie für meinen Geschmack. 10 räumt allerdings mal Mitte auf. Gehen jetzt auch Action durch. Mal schauen, ob Nils noch was mit der HE machen kann. Stimmt, für manche ist ja jetzt schon Wochenende. Brückentag wahrscheinlich, viele am Freitag. So, erst equipped. Boah, da gibt's. Der Equip wurde angesagt. Wollte er direkt Forest Move machen. 8 HP noch left bei ihm. Lano hat AWP Mitte. Übrigens muss man erwähnen, Lano lebt derzeit in Schweden. Hat jetzt dementsprechend von den Deutschen auch den geringsten Ping. Vermutlich spielen sie da auf irgendeinem dänischen Server oder so. Oder vielleicht auch auf dem Schwedisch, keine Ahnung. So, First Check gefallen, Pot spielt's gut, nehmt jetzt Banane ein, könnt da ausschließen, könnt jetzt auch runter pushen. Nein, sollten runter. Oh, wenn der Rickon jetzt stirbt. Oh Mann.
Na, er hat auch noch 108 HP, der wird jetzt sterben am Hess. Nette Runde von den Finnen. Oh, da müsste man eigentlich runterpushen. Die haben A irgendwie Def stehen und dann. Die ja, muss dann von hinten gekommen werden. Finde ich nicht gut, dass man über Base verschiebt, dauert einfach viel zu lang. Wenn der eh schon die Banane hat. Schade, 4 zu 0. Lano auch noch mit keiner zum Frag. Eco bei Pots und direkt Mitte. Boah, Netto OKEs von den Finnen. Direkt Matthias ist in die Mitte. Räumen kurz mit der Eco auf, 5 zu 0. Schauen wir mal. Vitumita Pascal. Achso. So, diesmal wird bestellt, bis genommen, spielt Banane direkt offensiv. Spottet da rein. Lano hat nochmal AWP. Phaser macht einen schönen Ausgang. Timing. Da wird nicht so gut geschossen mittlerweile. Solano fällt auch. Oh Mann, die werden gerade richtig zerfickt. Boah, die Gegenfläche kommt auch viel zu spät. Und auch viel zu billig. Kann sich jeder Bob wegdrehen von. Schade, 6 zu 0. 6 Runden in Folge verloren. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Pot eigentlich so gut wie immer kaufen kann. Immerhin mal Refrag, First Frag, allerdings direkt mit Refrag in der Mitte. Und zwei Mann sind noch am Bay, Phaser. Okay, ist Kogo geboostet und wo ist der andere? Okay. Ganz nette Aufstellung. Jetzt Chris wird allein gelassen. 85 HP noch bei ihm. Wenn sie seinen Frag ziehen, wird Sunny wahrscheinlich rüberschieben und direkt die Bombe holen. Center ist angesagt. 10 kann er jetzt auch sagen, dass er keine Support-Fläche oder sonst was kommt. Kann man fast von ausgehen, dass nur noch einer am B ist. Irgendwie trauen die. Ja, schieben jetzt auch hin. So, 10 macht den Frag, sollte jetzt auch Spot clearen. Bob schiebt jetzt auch rauf. Der im Haus hat sich zwar nochmal verraten. Bringt so ein bisschen. Lenkt die Pordana nochmal ab. Hier die ganze Zeit nach hinten gucken müssen. So, stirbt jetzt aber. 3 gegen 3, Nils allerdings low, kein Kit am Start. Ja, man versucht es auch gar nicht mehr. Nur Hurricane in der Banane, sollte da aber nicht alleine irgendwas versuchen. Schiebt jetzt auch weg. Siebte Runde in Folge für Ayuri, oh Mann. Aber wie gesagt, das Geld ist jetzt eigentlich vorhanden. Gelegt. Oh, ganz gefährlicher Topspawn bei den Finnen. Scheint keine Idee, man stellt sich defensiv zu. Boah, die Finnen diesmal super schnell Mitte oben. Lano hat da jetzt Probleme. Oh Mann, kommen aber keine Flashes so und nichts. Sie werden komplett zerfickt. Hurricane noch ums. Man hat nochmal eine nette Einzelaktion. So, da werden die Runden gerade nur durch Einzelaktionen entschieden. Auch schlecht aufgepasst von den Ayuris. Schlechte Laufwege auch. Kommt auch keine Fläche ins Abkasten oder sowas. Da kommt auch keiner irgendwie verzögert über Action oder sonst was, dass der Reflect besser kommen kann. Also nicht gut gespielt eigentlich von beiden Seiten. Wird die Runde nur mit
nur durch einzig Skill gewonnen. Oder vielleicht doch nochmal abgegeben, wer weiß. Die Bombe ist auf Spot. Ich meine, die Ts haben so oder so genug Geld. Er hat auch noch genügend Zeit. Mann, ey. Selbst wenn wir die Runde jetzt gewinnen, dann. So, Nils hat ihn gehört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da läuft wirklich gar nichts. 8 zu 0, 10 auch mit einer soliden Hälfte hier. 17-2 ist jetzt schon. Eieiei. Jetzt wäre ich gerne im Voice bei denen. Genauso wie ich vorhin gern bei auf Nuke bei dem Voice gewesen wäre. Da war bestimmt gute Stimmung und jetzt ist wahrscheinlich die Stimmung direkt wieder im Keller. Aber man kann hier immer noch. Kann immer noch sechs Runden machen. Alles möglich. Schade, dass Christa keinen mehr bekommt. Lano kriegt dafür noch einen. Und Nils auch noch einen. Wieder ins Gebänk von 10, der jetzt den 18. Frag bekommt, richtig. 9 zu 0. So, da haben wir eine Doppel-AWP. Pot sieht allerdings anscheinend keine andere Wahl mehr hier, als mit Doppel-AWP zu spielen. Sehr schön. Endlich mal ein First Track. Dann passiert durch die Wand. So, Chris kann jetzt weiterhin ausschließen. Bombe ist auch in der Mitte. Lano zielt in die Falsche rein. Also die Runde sieht doch mal ganz akzeptabel aus. Jetzt. Er hat auch Angst. Er weiß natürlich auch, dass die AWP dort ist. Natürlich bitter, dass sie die Bombe hat. Er sieht was genau, wie er sich nicht traut. Er war on top, glaube ich. Sehr schön weggekommen von ihm. Wird verschossen, aber es gibt direkt den Rip and Retake. Hey, ich fall da immer wieder ins Englische rein, ich weiß auch nicht warum. Also ein halber Retake. Hätte man es mal durchgezogen, irgendwie auch von der Action her. Da Nils allein auf den Hess rumzieht, ist halt viel zu wenig Druck da auf den Ts. Oh Gott, Hurricane hat da anscheinend Leck gehabt. Oh Mann, wie bitter, wie bitter. Klappt wirklich gar nichts gerade. Also wenn da schon 9-0 rückliegt und dann irgendwie die Chance vielleicht mal auf eine Runde hat und dann auch noch ein Leck hinzukommt. So Doppel-AWP im Retake oder was? Ach du Scheiße. So, sie wissen allerdings, dass am Noah einer ist. So, jetzt vielleicht auch nochmal schöne Frags von Lano und das ist die erste Runde für Pots. Wow. Wäre auch ganz wichtig, dass man die AWPs behält. Mal schauen, was die Finnen jetzt machen. Könnten da sogar einen B-Rush ansetzen. Rein theoretisch. Ja, machen sie leider nicht. Ich hätte zumindest mal schnell die Banane eingenommen. So, Gang wird diesmal geblockt. Banane auch Kontrolle. So ein bisschen. Chris wurde da anscheinend schon wurde ein bisschen zurückgedrängt. Oh, schade, jetzt stirbt Lano auch. Gibt es eine Gegenarbeit von den Ts? Gang stirbt auch. Wo sind denn da die Refrags? Da wird einfach immer jeder gekillt. Die teilen auch wirklich keinen Schaden aus, wenn man mal die
HP-Bars anguckt. Ich meine, die 50 Damage, die da gemacht werden, die sind halt auch ein Witz. Und da liegt es nur an Chris. Letzte Runde gewonnen, diese verloren. Jetzt heißt es schon wieder Eco. Also ich will mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber das könnte durchaus eine 14-1 Halbzeit werden. Und dann könnte es sogar noch zu einer dritten Map kommen, die dann die das 2 wäre. Schade. New klickt denn da anscheinend wirklich viel, 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 viel besser. Aber habe ich auch schon auf der Rede gemerkt. Inferno irgendwie, weiß nicht. Der geht, ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. So, die angesprochene Eco. Null Problemo. Für Ayuri. Schon 21,3 ist jetzt bei 10. Stimmt, auf Dings. Die war die Zettel leisten ja auch super. So, Nils kommt da jetzt am Schlitz wählen. Aber auch zurückgedrängt schon. Vierte jetzt am A. Schau, Bob ist noch in der falschen Mitte. Könnte also durchaus zum A gehen. Lano spottet da rein. Und vielleicht sollte man jetzt mal. Oh, ich glaube, Chris kriegt gleich eine Fläche Mitte. Auf ihm. Nein, jetzt stirbt Nils am B. Sünke kann ausschließen. Oh. Bombe links down. Jetzt einfach rumziehen. Ah, die Bombe kriegt er nicht mehr. Oh, B ist leider auch keiner drauf. Sünke zieht da schon ab und 10 in der falschen Mitte. Macht einen. 2 nicht. So, da wird auch die werden ja auf die Wachen gesaved. 12:1. Einzige Spannende an dem Match ist eigentlich noch, wie viel Frags kriegt 10 insgesamt? Wird er leider nicht mehr voll machen können. Jetzt noch 2 Runden. Ja, bei möglich ist es noch. Ups, eine zu weit gezählt. Bleib jetzt auch nur auf Weg. Und wen wundert schon wieder First Track für Ayuri? Nächste Frag, Nils. Macht nochmal eine Banane. Man sieht schon 10, wie er von denen herläuft. Oh, er verschießt. Wahnsinn, es ist doch nochmal die Runde für Pot. Allerdings Sunny noch 100. Zwei von denen richtig low, laden wir auch nur noch 56. Lano auch mit AWP. Nils ganz weit weg. Also stehen jetzt jeder einzeln. Er könnte jetzt 3 One-on-Ones kriegen, das Sunny. Und wenn er die alle gewinnt, dann hat er die Runde geholt. Schauen wir mal. Ersten macht er. Gesicht. So, jetzt gegen die 2 Low-Spieler. Alle Chancen der Welt. Boah, er pusht sogar vor. Nein! Du Scheißnapp. Was denn? Dummer Move, damit der Flash rumzuziehen, vor allem wenn er noch steppt. Ach, die Runde hätte so locker holen können. Hätte nur anhusten müssen beide. 2 Schüsse oder so. Naja, immer in die nächste Runde für Pot. Mal schauen, ob es noch eine dritte wird.
schön viel Schaden immerhin schon mal verteilt. Aber man schlecht runter. Schön hätte man vielleicht noch mal viel eher spielen sollen. Einfach mal Silent Rotter schleichen. So, Phaser. Kommt Hess weg. Nano im Gang. Oh, schöner Schuss von Stovey. Können jetzt Gang auch durch. Ist komplett frei. Wir sollten da mit Flashes rum. Anscheinend haben sie aber keine mehr. Damit Flashes die Action und den Gang retaken oder halt den, besser gesagt, den großen Sandkasten retaken. Da haben die T's ganz schweres Spiel. 13-2, fast die 14-1 Prediction von mir. Tja, Pistol natürlich Pflicht jetzt für Pot. Oh, 22-7 muss ich mir mal merken. Ne, wobei 22-6 hat er, glaube ich. Ist einfach rüber geswitcht. Oh, scheiße, ich weiß gar nicht, ob er einen Tod dazu kriegt oder einen Frack. Ich glaube, man kriegt einen Death dazu. Ja, macht ja auch mehr Sinn. Also 22-6, Deads bei 10. So, schaut nach einer Standard-Pistol nicht unbedingt. Wobei, was ist heute noch Standard? Gibt ja so viele Taktiken mittlerweile. So, Beige spottet am Schlitz rein. Oh, da gibt, nein, ey. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man da so rumzieht gegen die USP. Dann muss man anders moven oder ich weiß nicht, ob es überhaupt so gut ist, da gegen die USP zu kämpfen. Ich glaube, das sollte man anders spielen, aber Chance für Pot auf jeden Fall da. Nur ein Spieler am B. Ah, Sunny ist jetzt aber. Oh, schon CD bis da. Sunny. Ja. Er hat einen Flash. Kommt allerdings viel zu spät. Oder was auch immer er da in der Hand hatte. Kommt gar nichts. Nur Bombe ist auf Spot, können gelegt werden. Drei Mann in der Banane. Sehr schöne Posis da genommen. Schön auf die Kiste geboostet. Können da zweit den Hof abzielen. Und keiner kommt über Banane. Nils kann jetzt auch mithelfen. Sie dürfen sie allerdings nicht jetzt auf Spot laufen lassen. Die müssen da eigentlich zielen. Ich verstehe das leidige Problem, warum der auf Spot zielt oder stirbt, wenn die doch dort sind, auf der, ich nenne sie mal Tixo-Kiste, und reinziehen können. Das verstehe ich immer nicht, warum man da auf Spot immer sterben muss. Ich meine, da kam keiner her eh. Kann man super auf Timing dann spielen. Immer ein Fehler irgendwie, den ich sehr oft sehe bei den Teams. Nun ja. Vielleicht. Wird es jetzt hier wenigstens ein kurzes Spielchen auf Inferno. Und wir können recht zügig zu Das 2 übergehen. So, Pot komplett Deagles gekauft. Sind halt gerade eine Flash bekommen. Sehr viel Schaden schon gemacht. 10 räumt nochmal kurz auf. Gut, Action, glaube ich, vorgepusht. Und Jölz gut gepusht von der Banane. 2-0, Draw schon safe. Waffen sind nicht wirklich viel vorhanden bei Pot. Haben, glaube ich, gerade eben schon mit Weste aufgespielt. Da gibt es schon mal zwei mit Rush. Mal kurz reingeholzt. Oh, sie haben nicht gespielt, anscheinend, ob man das. Vorhin ging noch gut rein. So, 13-2. Kurz und schmerzlos mal kurz drüber gefahren von den Finnen. Bleibt weiterhin dran. Hier dritte Map bei Pot gegen Ayuri. Wir sehen uns gleich wieder auf Dust 2.